Hallo Leute. Hallo. Hallo. Wir haben einen Taubenschlag gebaut und uns Tauben angeschafft. Das haben wir euch im letzten Video gezeigt. Und die Tauben, die locken den Habicht an. Und der Habicht hat unseren Taubenschlag schon ins Visier genommen. Er hat schon unsere Tauben einige Male angegriffen. Zwei Angriffe haben wir auf Video aufgenommen. Die wollen wir euch gleich zeigen. Die Szene am Anfang des Videos waren ein Habichtangriff. Haben die Tauben es geschafft oder nicht? Das erfahrt ihr jetzt. Ja, der Habicht ist ein Waldbewohner und er führt ein Leben im Verborgenen. Und es ist sehr schwer, ihn überhaupt in der Natur zu entdecken. Und die meisten Menschen, die haben noch nie einen Habicht in ihrem Leben in der freien Wildbahn gesehen. Und ihn bei der Jagd zu beobachten, das ist noch seltener. Weil er lebt in solchen Wäldern und er jagt auch hier. Er braucht viel Bäume, viel Sträucher, denn er ist total an das Leben im Wald angepasst. Und er ist wirklich in der Lage, in solchen Wäldern Vögel zu jagen und sie auch zu fangen. Denn er ist extrem schnell und sehr wendig. Im Winter, wenn die Zugvögel nach Süden fliegen, dann wird für den Habicht im Wald die Nahrung sehr knapp. Und dann muss er etwas machen. Dann fliegt er aus seinem Versteck, aus dem Wald. Und dann kann man ihn hier und da mal bei den Taubenschlägen beobachten oder bei den Leuten, die Hühner haben. Und da greift er sich öfters mal ein Huhn oder auch Tauben. Und diese Leute haben dann die Gelegenheit, die einmalige Gelegenheit, einen Habicht beim Jagen zu sehen oder ihn überhaupt zu sehen. Und einen Habicht überhaupt zu entdecken, das ist Glück. Aber einen Habicht bei der Jagd zu entdecken, das ist ein Sechser im Lotto. Und wir haben in letzter Zeit sehr oft diesen Sechser im Lotto gehabt. Wir haben einige Male gesehen, wie der Habicht die Tauben gejagt hat. Es ist einmalig. Und vor einigen Monaten hat er das erste Mal unseren Taubenschlag angegriffen. Wir hatten 5 Tauben draußen gehabt und er hat eine Taube geschlagen. Wir haben leider diesen Angriff nicht gesehen. Ich ging zu einem Taubenschlag, kam so um die Ecke und plötzlich sehe ich, wie der Habicht davonfliegt. Die Taube liegt da, alles voll Federn und da war die eine Taube tot. Einen weiteren Angriff hat unsere Überwachungskamera aufgenommen. Und hier ist die Geschichte zu diesem Angriff. Wir hatten unsere neuen Tauben aus dem Taubenschlag gelassen, damit sie sich an die neue Umgebung dran gewöhnen. Als wir zum Mittagessen gingen, dachten wir, für 15 Minuten kann man die Tauben draußen alleine lassen. Es wird schon nichts passieren. Der Habicht wird sie nicht so schnell entdecken, da sie etwas versteckt zwischen zwei Hallen herumlaufen. Bevor ich aber zum Essen ging, habe ich vorsichtshalber die Überwachungskamera eingeschaltet. Falls eine Taube fehlen sollte, dann wüssten wir warum. Ich habe gerade die Überwachungskamera eingeschaltet und befand mich noch im Gebäude, als plötzlich die Krähen draußen panisch schrien. Das ist in den meisten Fällen ein Warnruf an die Tiere, dass der Habicht im Anflug ist. Genau das habe ich auch an dem wilden Geschrei der Krähen verstanden und eilte sofort nach draußen. Als ich die Tür aufmachte, sehe ich nicht, wie der Habicht mit hohem Tempo in diesem Moment Richtung Taubenschlag fliegt. Ich sehe, wie die Tauben fliehen und mir war sofort klar, hier ist der Räuber am Rauben. Als ich um die Ecke laufe, kommt mir der Habicht entgegengeflogen. Ich klatsche in die Hände und schreie und er dreht mit leeren Krallen ab und fliegt davon. Da haben die Tauben echt Glück gehabt, dass ich so schnell reagiert habe. Wir wollen den Angriff genauer analysieren, denn bei diesem sehr schnellen Angriff übersieht man so einige interessante Szenen. Erst beim genauen Hinschauen und durch die Zeitlupen werden diese sichtbar. Wann haben die Tauben den Habicht überhaupt bemerkt? Wir sehen hier an den Aufnahmen, dass die Tauben erst hier aufschrecken und losfliegen. In diesem Moment befindet sich der Habicht schon hier. Es sind nur noch 23 Meter bis zu den Tauben. Und bei diesem Tempo haben sie normal keine Chance zu entkommen. Es ist einfach zu spät. Warum haben sie ihn so spät gesehen? Die Tauben können zwar gut sehen und auf große Entfernungen Gefahren erkennen, aber sie hatten hier nur diese Sicht gehabt. Die Hallen verdeckten ihnen die Sicht. Einerseits ist es gut, da sie dadurch nicht so schnell entdeckt werden. Andererseits, wenn sie der Habicht entdeckt, dann ist er im Vorteil,
weil er genau diese Hindernisse nutzt, um an die Tauben unbemerkt heranzufliegen. Er ist ein Jäger, der den Überraschungsangriff nutzt. Und dafür nutzt er alle möglichen Hindernisse, um bis zum Schluss unentdeckt zu bleiben, um dann zuzuschlagen. Das hier ist die Sicht, die die Tauben hatten. Und das ist vermutlich seine Flugbahn gewesen, wie wir das auf den Aufnahmen erkennen können. Das Gebäude hier hat er als Deckung genutzt und flog hier nicht in den Blickfeld der Tauben. Und so ungefähr sah sein Anflug aus. Man kann hier gut sehen, dass ihn die Tauben bei dem Angriff nicht sehen konnten. Als er um diese Halle flog, bemerkten ihn die Tauben erst jetzt. Aber bei diesem Tempo ist er in einer Sekunde bei ihnen. Warum er hier über den Taubenschlag flog und nicht eine Taube krallt, wissen wir nicht. Normalerweise geht so ein Angriff erfolgreich aus. Denn die notwendige Reaktion und Wendigkeit, eine Taube hier zu fangen, hat er ja. Denn er gehört zu den wendigsten Vögeln im Vogelreich. Naja, vielleicht hat er es gern, den Tauben kurz hinterher zu fliegen, um den Adrenalinspiegel zu erhöhen. Deshalb hat er die Tauben erstmal aufgescheucht, um sie dann zu jagen. Uns hat es sehr interessiert, mit welcher Geschwindigkeit er unterwegs war. Wenn wir seinen rasanten Anflug hier sehen, wird uns klar, dass er im Sturzflug extrem schnell war. Wir wollen einmal seine Geschwindigkeit hier im Sturzflug ermitteln und hier beim Abbremsen. Natürlich werden das nur ungefähre Werte sein. Hier im Sturzflug messen wir die Zeit ab hier, wo man einen Strich sieht, wie er auf den Aufnahmen auftaucht, und bis hierher, wo er die Flügel ausbreitet, um zu bremsen. Die Zeit beträgt 0,9 Millisekunden. Jetzt brauchen wir nur noch die Strecke, die er in dieser Zeit zurückgelegt hat. Die Kamera filmt hier diesen Bereich. Der Habicht kommt aus dieser Richtung und hält sich außerhalb des Blickwinkels der Tauben. Also, wie wir auf den Aufnahmen erkennen können, fliegt er hier diese Route und taucht es hier in den Aufnahmebereich der Kamera ein. Wir messen mit Google diese Entfernung nach. Sie beträgt etwa 45 Meter. Mit Hilfe der Formel Weg durch Zeit mal 3,6 ergibt eine Geschwindigkeit von etwa 180 km/h. Wenn er hier in der 50er Zone geblitzt worden wäre, hätte er seinen Flugschein abgeben müssen. Hier bei der Bremsung legt er 23 Meter in 0,87 Millisekunden zurück. Das ergibt 98 km/h. Auch das nur eine ungefähre Angabe. Aber ist schon der Wahnsinn, wie kurz seine Bremswege sind bei so einem hohen Tempo. Wir schauen uns seine Aktion an dem Taubenschlag genauer an. Als er hier über das Häuschen flog, dreht er blitzartig um und greift jetzt diese Taube an. Die Taube befindet sich im toten Winkel und er kann die Taube gar nicht sehen, wo sie gerade ist. Aber erstaunlich, wie clever er ist. Er spekuliert, dass sie sich im Taubenschlag retten will und stürzt präzise über das Dach auf die Taube und versucht, sie mit den Krallen zu erwischen. Das war knapp. Blitzschnell beschleunigt er und fliegt den fliehenden Tauben hinterher. Hier sind zwei Jungtauben von unserer zahmen Taube Fuffi. Wir wundern uns, warum er nicht diese angegriffen hat, als er diese Taube eben verfehlt hat. Oder auch hier diese, hätte er problemlos erwischt. Gesehen hat er sie ohne Frage, denn seinem Auge entgeht so etwas nicht. Wir vermuten, dass es noch ein Junghabicht war mit wenig Jagderfahrung. Oder doch ein erfahrenes Tier, das satt war, aber diese Aktion hier als Training genutzt hat, für die harte Winterzeit, die ihm bevorsteht. Die anderen Tauben sind schon einige Meter weit weg von ihm, aber durch seine extrem hohe Beschleunigungskraft ist er in der Lage, sie schnell aufzuholen. Hier sehen wir, wie eine Taube vor Schreck nicht weiß, wohin sie fliegen soll und fliegt fast gegen die Wand. Und diese hier fliegt sogar gegen die Wand und wird ausgebremst. Wäre ich in diesem Moment nicht dazwischen gekommen, hätte er sie erwischt. Da wir jetzt alles wissen, was bei dem Angriff alles passiert ist, schauen wir uns den Angriff noch einmal an und stoppen die gesamte Zeit.
Der Angriff dauerte genau 5 Sekunden. Erstaunlich, was der Habicht in dieser sehr kurzen Zeit alles gemacht hat. Tauben aufgescheucht, Vorsprung gegeben, eine fast im Blindflug erwischt, dann beschleunigt er blitzschnell, um die anderen Tauben aufzuholen. Ich schätze, ihm haben noch etwa 2 Sekunden gefehlt, um diese Taube, die gegen die Wand flog, zu fangen. Nach insgesamt 7 Sekunden wäre dann auch alles vorbei und er wäre mit der Taube davongeflogen. Jetzt verstehen wir auch, was man über den Habicht sagt. Er kommt aus dem Nichts und ist genauso schnell wieder verschwunden. Da haben die Tauben echt Glück gehabt. Aber werden sie beim nächsten Angriff genauso viel Glück haben? Wo 2 Habichte und eine Krähe sie jagen? Hier ist die Geschichte dazu. 4 Tauben sind hier oben auf das Dach geflogen und wollten nicht runter. Nach etwa einer Stunde kam ich vorbei und sah die Tauben immer noch nicht am Taubenschlag. Ich wollte sicher gehen, ob sie noch auf dem Dach sitzen oder der Habicht vielleicht schon da war und die Tauben in alle Himmelsrichtungen auseinandergejagt hat. Ich warf einen Schneeball hoch auf das Dach und sie flogen hoch. Glück gehabt, der Habicht war noch nicht da. Alle 4 Tauben leben noch. Aber die Tauben fingen an herumzufliegen. Das war nicht so geplant. Denn so machen sie den Habicht auf sich aufmerksam. Ich dachte mir, gleich wird er kommen. Und tatsächlich, die Krähen fingen an zu kreischen und kündigten so den Anflug des Habichts an. Und da kam er schon. Ich lief schnell zu der Kamera, um den Angriff zu filmen. Aber ich schaffe es nicht rechtzeitig. Der Angriff ist vorbei. Aber auf dieser Überwachungskamera sieht man, wie er die Taube jagt und sie zu Boden drückt. Aber am Boden griff er sie nicht an. Dort auf dem Betriebsgelände waren Leute und deshalb brach er den Angriff ab. Er flog hier auf den Berg und setzte sich auf einen Baum. Ich suchte am Himmel die anderen 3 Tauben. Hier entdecke ich 2 Tauben, die im Sturzflug auf mich zugerast kommen. Und plötzlich aus dem Nichts taucht hier der Habicht auf und versucht die Taube zu krallen. Wo kam er denn her? Ich dachte, der hintere Vogel war eine Taube, aber das war der Habicht. Er hat sich für den Sturzflug sehr klein gemacht und die Taube ziemlich schnell eingeholt. Mann, der Angriff war echt heftig. Als er hier diese Kurve flog und abbremst, hörte ich die Windgeräusche, die dabei entstanden, als er die Luft geschnitten hat. Die Kamera hat leider diese Geräusche nicht aufgenommen. Erst hier in diesem Moment habe ich realisiert, was hier gerade passiert ist. Alter Schwede. Junge, Junge. Man ist erst kurz sprachlos, wenn man das live sieht. Das ging alles so schnell. Hier sieht man, wie schnell er sich dreht und wendet, um mit den Krallen die Taube zu erwischen. Aber zum Glück erwischt er sie nicht. Der Angriff ist aber noch nicht vorbei. Die Taube verliert hier kurz die Orientierung und fliegt Richtung Habicht. Er nutzt diese Chance und greift noch einmal an. Aber auch hier gelingt es ihm nicht, sie zu fangen. Es ist ein Habichtweibchen. Das erkennt man an der Größe. Die sind größer und schwerer als die Männchen. Dafür ist das Männchen flinker und schneller in der Beschleunigung. Junge, Junge, ging der ab. Der Habicht hätte die Taube weitergejagt, fühlt sich aber durch mich gestört und fliegt lieber weg. Ein sehr hungriger Habicht hätte stur weitergejagt, bis er die Taube erwischt hätte. Ist er nicht besonders hungrig, geht er mit der Energie im Winter sehr sparsam um. Gelingt der Überraschungsangriff nicht, jagt er meistens nicht weiter, denn jede Verfolgungsjagd zehrt an den Energiereserven. Wenn er aber weiterjagt und die Beute doch nicht erwischt, hat er nur unnötig Energie verbraucht. Und das kann zum Hungertod im Winter führen, denn die Nahrung ist im Winter sehr knapp. Deshalb zieht er sich nach einem erfolglosen Überraschungsangriff zurück und beobachtet weiter, wo er den nächsten Überraschungsangriff starten kann. Uns hat es sehr interessiert, mit was für einer Geschwindigkeit er hier im Sturzflug war. Wir müssen erstmal den Punkt suchen, wo er am Himmel sichtbar wurde. Hier drehe ich mich Richtung Taube und sie sieht man hier, aber der Habicht ist noch zu weit weg. Den sieht man noch nicht im Hintergrund. Eine Sekunde später
taucht ein schwacher dunkler Punkt hier auf. Das ist er. Wir stoppen die Zeit ab hier bis hierher, wo er die Handbremse anzieht, um die Kurve zu fliegen. Los geht's! Ich schätze, er war etwa 400 bis 500 Meter weit weg, als er für meine Augen sichtbar wurde. Die Zeit beträgt 3,54 Sekunden. Bei 500 Meter wäre das eine Geschwindigkeit von 508 km/h. Das ist sehr unrealistisch. Also gehe ich von 400 Meter aus. Das sind dann 408 km/h. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, denn der Wanderfalke erreicht auch eine Geschwindigkeit bis zu 400 km/h. Da wir die Entfernung nicht auf Meter genau kennen, sind das alles Schätzwerte. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass er über 300 km/h schnell im Sturzflug war. Auch bei diesem Angriff sieht man wieder, wie kurz die Bremswege bei solch hohen Geschwindigkeiten bei dem Habicht sind. Die beiden Habichte haben die Taube nicht erwischt, aber die Spannung ist noch nicht vorbei. Kurze Zeit später machen die Krähen auch einen auf Habicht und jagen eine Taube. Aber ohne Erfolg. Alle vier Tauben haben überlebt und gingen kurze Zeit später in den Taubenschlag zurück. War der Habicht wirklich 400 km/h schnell oder hat mein Vater sich mit der Entfernung verschätzt? Der schnellste Vogel ist eigentlich der Wanderfalke mit 390 km/h. Dann ist der Habicht noch schneller. Denke ich schon. Also ich habe da nach bestem Wissen und Gewissen gerechnet, geschaut und geschätzt. Und ich schätze mal, der ist sogar schneller als der Wanderfalke, Jungs. Somit ist der Habicht auf Platz 1 von der Geschwindigkeit. Aber wir können das natürlich überprüfen, ob unsere Schätzwerte richtig sind. Wie denn? Ich habe da eine Idee. Dann erklär uns doch mal, wie du die Entfernung messen willst. Ja, wir behaupten, dass der Habicht 400 bis 500 Meter weit weg war. Und wir wollen diese Behauptung jetzt überprüfen, ob das auch stimmt. Weil daraus ergibt sich auch die Geschwindigkeit. War der tatsächlich um die 400 km/h schnell oder war er viel näher dran? Das wollen wir jetzt herausfinden und ich habe hier Dima eingeladen, mein Kumpel. Der ist Weltmeister im Drohnenfliegen. Dima, stimmt das? Nein. Nee, der hat nur eine Drohne und zeig mal, wir haben jetzt hier einen Luftballon drangehängt. Das ist ungefähr die Habichtgröße und die Drohne jagen wir jetzt hoch in die Richtung, wo der Habicht kam und das werden wir aufnehmen mit dieser Kamera. Und irgendwann, wenn wir sagen wir 500-600 Meter weit weg sind mit der Drohne, irgendwann wird diese Kamera die Drohne nicht mehr filmen können. Und wir werden dann bei uns am PC schauen, ab wann ist die Drohne nicht mehr sichtbar auf den Aufnahmen. Und das Gute ist, bei der Drohne zeigt es an, wie weit die Drohne von dem Empfänger weg ist. Und so kann man einigermaßen genaue Entfernung herausfinden, wie weit der Habicht tatsächlich weg war. So, Dima, und dann wollen wir jetzt starten. Sind wir gespannt, was schätzt du? Wie weit war der weg? 400-500 Meter? Oder waren es weniger? Kilometer vielleicht. Kilometer war der weg, also war der über 800 km/h schnell. Nee, dann legen wir jetzt los. Alles klar. Let's go. So, Dima, dann starte mal. Ich bin. Ja. Unser Habicht. So, Leon. Und du filmst von hier. Von hier filmst du die Drohne, die Richtung da. Wir sind sehr gespannt, ob der Habicht tatsächlich um die 400 km/h im Sturzflug war. Diese Geschwindigkeit trauen wir diesem verrückten und durchgeknallten Flieger sogar zu.
Aber zuerst müssen wir einigermaßen genaue Entfernung ermitteln. Wir bringen die Drohne in die Luft und fliegen sie 600 Meter weit weg. Und wir haben hier die Entfernung. Wir sind schon gespannt, ob wir die Drohne auf den Aufnahmen bei 400 Metern noch sehen werden. Aber bei 300 Meter ist Schluss. Die Drohne ist jetzt zu weit weg und ist für die Kamera unsichtbar. Die Entfernung von mir bis zum Habicht, als er abbremst, betrug etwa 50 Meter. Diese Entfernung müssen wir auch noch abziehen. Also 300 minus 50 ergibt 250 Meter. Das mal 3,54 Sekunden ergibt eine Geschwindigkeit von 254 km/h. War das seine Geschwindigkeit? Oder war er doch schneller? Habe ich mich da mit der Entfernung zwischen 400 und 500 so verschätzt? Oder können wir diese Aufnahmen mit der Drohne für die richtige Berechnung nicht verwenden? Wir vergleichen die Aufnahmen und stellen fest, dass der Habicht deutlich dunkler ist als unser Versuchshabicht. Auch ist bei den Drohnenaufnahmen zu viel Umgebungslicht. Die tiefstehende Abendsonne blendet die Drohne und sie wirkt dadurch noch heller. Also glaube ich, dass sie dadurch so früh auf den Aufnahmen verschwindet. Wir wollen diesen Versuch bei denselben Wetterbedingungen wie bei dem Angriff wiederholen. Nach einigen Tagen ist es soweit. Es ist bewölkt und Dima kommt noch einmal vorbei. Da es etwas windig ist, machen wir diesen Versuch über einem Feld. Im Falle eines Absturzes würde die Drohne keinen Schaden verursachen und wir würden sie auf dem Feld schnell finden. Auf unseren künstlichen Habicht haben wir etwas dunkler gemacht und hoffen, dass wir damit auf etwa 400 Meter kommen. Aber erstaunlicherweise ist hier bei 326 Meter Schluss. 326 minus 50 ergibt 276 Meter. Bei 3,54 Sekunden ergibt 280 km/h. Da wir die Entfernung nicht auf Meter genau kennen und dieser Versuch mit der Drohne keine Garantie für die Richtigkeit unserer Berechnung ist, schätzen wir, dass die Geschwindigkeit des Habichts im Sturzflug irgendwo zwischen 250 und 300 km/h war. Boah Jungs, da ist der Habicht im Sturzflug. Ich glaube, der hat 600 km/h drauf. Papa, jetzt wissen wir einigermaßen, wie schnell der Habicht war. Auf jeden Fall keine 400 km/h. Da hast du dich mit der Entfernung ganz schön verschätzt. Gut, dass wir den Versuch mit der Drohne gemacht haben. Also ist der Wanderfalke doch der schnellste Vogel mit 390 km/h. Ja, sieht so aus. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wenn der Habicht knapp 300 km/h schafft, dann schafft er mit Sicherheit auch 390 km/h. Da muss nur der Sturzwinkel ziemlich steil sein, wenn er sich auf die Beute stürzt. Dann schafft er auch die 390 km/h. Denn er ist ein durchgeknallter und echt ein verrückter Flieger. Aber wisst ihr, was wir daraus gelernt haben? Was denn? Dass der Habicht ein Allrounder ist. Der passt immer seine Strategie an und er kann nicht nur um die Ecke kommen und einen Vogel greifen, sondern er macht das auch wie der Wanderfalke, nämlich im Sturzflug. Mit hohem Tempo fliegt er auf seine Beute zu. Das haben wir daraus gelernt. So, das Video ist jetzt hier auch zu Ende. Der Winter ist jetzt auch rum. Wir haben heute den 1. April und in diesem Winter haben wir nur 4 Tauben an den Habicht verloren. Wir haben ein einziges Mal 5 Tauben fliegen lassen, einfach um zu testen, ob der Habicht aggressiv ist. Und keine 5 Minuten später kamen 2 Habichte an und da waren 2 Tauben schon in ihren Krallen.
Und die anderen drei Tauben wurden auseinandergejagt. Und zwei Tage später erst kam eine einzige Taube zurück. Das heißt, vier Tauben haben wir an den Habicht verloren. Und da haben wir gleich gesagt, das machen wir nicht noch einmal, weil wenn wir das jeden Tag machen, wahrscheinlich in ein, zwei Wochen haben wir keine Tauben mehr. Deswegen haben wir das erstmal gelassen. Wir lassen die Tauben jetzt erstmal brüten, damit sie Nachwuchs haben. Und dann werden wir jetzt demnächst die auch fliegen lassen. Ja, jetzt zum Schluss wollen wir noch ein paar Leute grüßen. Ich grüße meinen alten Schulkollegen Mustafa Cevik. Und ich grüße meinen Kumpel aus der Gemeinde, Christian Tremmel. Und ich grüße meinen Schulkameraden Maxi Hanschmann. So, wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Abenteuer.